So. Muss ich langsam sicher, muss ich jetzt fast schon wieder anfangen, die Mission mit der Lupe zu suchen. Mir gehen jetzt echt die Aufgaben aus. Also, ich kann noch den komischen Bruder finden von Olle. Aus dem Skaldorf, der Typ. Aber ansonsten gehen mir gerade langsam, muss ich echt die Mission aus. Jetzt, nachdem ich die, oh, jetzt ist dieser dumme. Dieser dumme Drache geht doch nicht weg, ne? Oh oh. Oh verdammt, ich hab's verkackt. Ich hab mich getroffen. Vor allem, ich bin mit diesem Drachen doch sogar schon mal weggeflogen, weil ich eigentlich gehofft. Ich bin mit dem Drachen extra schnell gereist und weggeflogen, weil ich die Hoffnung hatte, dass der danach woanders ist. Aber nein. Der Drache ist wieder über. Generell würde ich gerne mal die Ingenieure in Skyrim kennenlernen. Ja, die haben auf jeden Fall auch nicht was drauf. Nokia 3410 hält sicherlich auch noch Jahre. Ja, doch, das. Ja, doch, ja. Das ist ja schon legendär. Ein Schildständer. Habe ich jetzt mittlerweile ein Schild mal gefunden? Nee, immer noch nicht. Mann, ich habe kein Schild, was mir übers Bett hängen kann. Warte mal, ich habe noch einen Waffenständer. Kann ich doch sicherlich noch hier so einen dummen Bogen hier ranhängen, der den Zwergenbonus Animus. So, den kann ich da ranhängen. Das ist schön. Habe ich sonst noch was gefunden? Nee, den möchte ich eigentlich behalten. Ich packe es erstmal auch jetzt Bogen weg. Ich meine, es war schön, dass hier ein weltenvernichtendes Artefakt hier einfach mal so rumliegt. Aber naja, das kann man ja machen. Merons Klinge, gut, die kann ich nicht hier packen. Dann packe ich den Rest hier Zeug einfach in die gemischte Truhe ab, in den Tresor. Ich habe ja sowieso kein Ordnungssystem. Hier in. Die Azida-Sachen, die könnte ich auch mal einer Person eigentlich mal anziehen. Warte mal. Azida als Panzerhandschuhe, waren das jetzt alle? Oder habe ich noch mehr Azida-Sachen? Der sieht ja sehr gemischt aus hier. Ach, guck mal, hat sie das Stiefel des Wasserantlitz von Mazut? Das wollte ich da eigentlich mal mitnehmen, weil das kann ich ja über mein anderes Ding übertragen. Oh, wenn ich den jetzt hier aber leer mache. Kann ich nicht einfach alles nehmen? Moment, da müssen wir kurz ein bisschen was im Herpacken. Dauert zum Glück gar nicht lange. Ich habe zu wenig Mannequins, fällt mir gerade so auf. Ich bräuchte mehr davon. So. Dann gebe ich ihm jetzt erstmal Azidas Zeug in die Hand. Ah, dum, dum, dum. Jo. So, das ist der gute Azida. Der sieht ja. Naja, so toll sieht er auch nicht aus. Die Puppe. Die hat eine Ebenerzrüstung und Dukan drauf. Na gut, von mir aus. Die kriegt dann von mir die alte. Oh Gott. Die kriegt dann von mir. Die soll ja schön aussehen. Kriegt dann die Todesmal-Klamotten oben drauf. Na gut, so. Schön. Gut, dann haben wir hier die Todesmal-Rüstung. Gut, dass die Todesmal-Waffen im Nebenraum stehen, aber das ist ja nicht so schlimm, wa? Moment, ich hole die mal kurz eben. Schleichen, schleichen, schleichen. Zumindest, die Todesmal-Siebel, die hatten ja so ein Problem. Sehen das? Hatte ich den anderen? Wo habe ich den anderen hingepackt? Egal. Ich habe nur Nokias. Nokias Merzer. Man braucht doch nur ein Nokia. Sogar als ich bei Siemens gearbeitet habe und da Siemens-Handys geschenkt bekommen habe, hatte ich nur ein Nokia. Warte mal. Nein, ich wollte nicht die Puppe anklicken. Ja, die Nokias, die sind ja auch schon fast schon legendär. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte nie Nokia. Wo ist denn hier dieses Seelenreißer-Ding? Da. Alter! Diese verdammten Waffen, die scheinen sich erheblich dagegen zu wehren, um festgemacht zu werden. Doch, jetzt geht's. Na bitte. Ich wollte gerade schon wieder rumfluchen, dass sich dieses Drecksding von Waffen dich dann nicht überzeugen lässt, dass das daran geht. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. So. Ach ja, guck mal, hier ist Blutschwingel, ist ja schön. Was hier alles drin in den Tresor ist, so. Ach, Azida ist Ring. Oh, der hat sogar zwei Ringe? Oh, wusste ich gar nicht, dass es zwei sind. Na gut, dann lege ich mal die Dinger hier alle ab. Antlitz von Mazut, das ist eigentlich zu geil, aber das. Also die Fähigkeit ist halt echt mächtig, aber. Halt die Blackguard-Sachen, halt die Mutter Ehe, die hat dem gleichen Mie, geringe Illusion, dumm. Höchste Zerstörung, Diebeskin-Handschuhe, Dukan. Die Frostresistenz. Also eigentlich könnte ich für jede Gelegenheit so eine dumme Maske bei haben. Problem ist bloß halt, dass diese Masken so unglaublich schwer sind. Habe ich eigentlich noch überragende? Habe ich nicht irgendeine? Ne, ich habe echt keinen Anhänger für Schießkunst. Das ist ja echt tragisch. Kultistenhandschuhe, bla bla. Dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Ich meine, ich könnte den ganzen Mist natürlich auch verkaufen, klar, aber. Wie viel ich davon auch schon geklaut habe. So. Ah, ich kann schon wieder rennen. Das ist ja schön. Versuche ich jetzt nochmal das zweite Schwert hier an dieses Ding ranzubauen. Aber ich denke mal nicht, dass es klappen wird. Die Blutschwinge. Ich meine, das hat ja vorher auch nie geklappt.
Es klappt einfach nicht. Man kann dieses dumme Schwert nur anbauen. Es ist einfach nur dumm, dass es nicht geht. Wer sich das Ding ausgedacht hat. Meine alle anderen Gegenstände gehen, bloß diese dumme, dämliche Blutschwinge nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum nicht? Es müsste doch eigentlich. Aber nein, die will nicht, die Blutschwinge. Die weigert sich einfach. Also echt, hier ist gar keine Ordnung drin in diesen Dingen hier. Die Blutschwinge kommt noch weg. Ja. Dann müsste ich eigentlich jetzt alles haben, was noch viel wiegt. Nee, kann ich ja nicht ablegen. Meridias schwer, Netzschleder. So sammelt sich das ganze Gewicht an, wenn man dort auch viele kleine Sachen bei hat. So, wie viel Gewicht habe ich jetzt frei? Naja, 80. Mehr geht doch leider nicht. Hier siehst du, den Kultisten fehlen noch Waffen. Ich muss noch legendäre Waffen finden, sonst geht das hier nicht. Geisterklinge funkt auch nicht. Na gut. Kommst du mit 15 Euro Prepaid 4 bis 5 Monate aus? Na gut, nee. Da ich, dass ich auf mein Prepaid-Handy, ich habe ein Prepaid-Handy, habe ich eine Internet-Flat drauf, hält die leider nicht ganz so lange. So. Mal gucken, was haben wir hier? Asras Stäbe, Geschwisterliebe, Suche nach Wolfsbruder Torkelt. Ja, den bin ich ja schon mal begegnet und dann war irgendwie weg. Finde Schadios Schriften. Ja, das sind ja. Ich habe hier noch Nebenmissionen. Ja, gut. Finde das schwarze Buch von. Das habe ich doch schon. Ich habe das Buch doch schon gefunden. In Telmitrin. Ach, ich habe die Mission ja nochmal. Ich krieg zwei ja verbuggt. Der möchte Stahlrim mit Ebenerzbarren. Die Blutbrandweinvorräte in Dings. Die Jäger der Besuche. Ja, das habe ich gemacht. Die Besuche. Das bringt ja nichts. Erstatte den Haus deines Ehepartners einen Besuch ab. Na, klasse. Na gut, ich denke mal, wir sind mit Solzheim quasi durch mit Dragonborn. Viel mehr zu tun gibt es hier nicht. Außer zur Festung Karstang müssen wir nämlich nochmal. Und jetzt mal gucken, ob hier irgendwo so eine komische Riedlinghöhle ist. Und da dann mal gucken, ob ich da Stahlrim vorkomme. Achso, das war ja das, was die Kennzeichen war. Oh nein, Feinde in der Nähe. Trifft das aus so einer großen Entfernung überhaupt? Ja, tut's. Hervorragend. Gut, dann jetzt zur Festung Karstang. Und hoffen, dass ich jetzt irgendwo diese dumme Riedlinghöhle finde, wo das... Wo die Maske zu finden ist. So. Wo könnte denn hier so eine dumme Riedlinghöhle noch sein? Ich meine, ich meine eigentlich, dass ich mittlerweile alle Höhlen abgegrast habe. Dass ich das. Ah, da vorne gibt es noch einen Bergbohrschacht, sehe ich gerade. Den könnte ich ja nochmal angucken. Ich meine, das sieht ja zwar nicht explizit als Riedlinghöhle, aber da nisten die sich ja auch an einen sowas. Also. Können wir mal gucken. Nee, okay, da kommen wir auch nicht rüber. Müssen wir rumlaufen. Bin ich ja mal sehr gespannt, ob wir den Schädel finden. Ich meine, das möchte ich noch mitnehmen. Das ist ja nichts, was man missen möchte. Das ist ja schließlich Sachen. Dafür wurde ja bezahlt. Was ist denn da los? Die kämpfen gegen Eisgeister. Was sind denn das für Leute? Egal, ich helfe ihnen jetzt einfach mal. Ich habe nicht getroffen. Da hinten sehe ich schon wieder einen Drachen rumfliegen. Oh, Plünderer. Okay, meine Hilfsbereitschaft ist gerade erheblich runtergegangen. Schade. Haben werden sie wohl nicht schaffen. Winziger Seenstein. Ah, die winzigen Seensteine sehe ich gerade. Da kann ich ja mal. Da kann ich ja endlich mal Gewicht reduzieren. Ich meine, die winzigen Seensteine wiegen noch nicht so viel, aber. Oh, das war schon. Das ist voll. Ah, jetzt ist. Genau. Komm, Eisgeist, greif den Drachen an. Habe ich jetzt den Eisgeist und das. Nee, okay, gut, ich habe den Drachen getroffen. Also irgendwie Eisgeister sind nicht so geil zum. Mit dem Bogen anschießen, wollte ich sagen. Ich habe gerade ernsthaft überlegt, was ich sagen will. Diese Eisgeister, ne? So. Also dieser Schrei ist übrigens wirklich ganz praktisch. Oh, guck mal, Riedlinge. Dieser Schrei ist ganz praktisch, um Drachen davon abzubringen, einen die ganze Zeit auf den Sack zu gehen. Und? Nein. Die Riedlinge nehmen übrigens nicht. Also ich schieße ja schon wieder mit Eisenpfeilen. Kein Wunder, dass ich hier keinen Schaden mache. Nehmen wir mal die guten Elfenpfeile. Oh. Ey, ich habe getroffen. Yay, aus der Entfernung. Oh, da ist ja noch einer. Oh, komm, was machen die denn hier alle? Also, manchmal habe ich das Gefühl, ganz Solzheim ist draußen unterwegs. Aber ich glaube, es sieht gut aus mit den Riedlingen hier. Scheint es hier doch zu geben. Wenn ich hier richtig bin, das wäre wunderschön. Oder warte mal, ist das hier... Nee, Mine zerbrochener Hauer. Da war ich auf jeden Fall noch nicht drin. Na bitte. Das sieht gut aus.
Mit Apple müsste ich für WhatsApp bezahlen, darauf habe ich keinen Bock. Naja, eigentlich muss man für WhatsApp auch so bezahlen. Ich habe neulich das erst um ein Jahr verlängert. Das ist ja nur das erste Jahr umsonst. Ist ja nicht so, dass es dauerhaft so ist. Mine zerbrochener Hauer entdeckt. Warum halten die eigentlich auf einmal schon wieder alle so viel aus hier? Gut, ich schieße mit dem Bogen, zugegeben, das ist jetzt nicht... verdammt. Mann! Wenn mir die Pfeile immer hängen hier in der Luft. Ich kann da nicht durchschießen, so wie es aussieht. Und tot. Drei Pfeile verballert. Also die Pfeile sind ja nicht gleich das Problem, sondern die Ladungen, die mit den Pfeilen dranhängen. Wie komme ich denn jetzt hier rein in die komische Mine? Müsste jetzt ja eigentlich irgendwo sein. Ja, Drache, ich möchte eigentlich auf den nicht landen. Mit dir fliegen. Ich hab dich eigentlich nur bei, damit du mich nicht nervst. Und vielleicht einen Briedlinger angreifst, aber das macht er eh nicht. Ist ja kein Dürne wie der Drache. Schon wieder ein Erdrotationsbeschleunigungs-Flashmob. Warum schreibst du das immer? Baron von Klopp hat Burnout TV verlassen. Schön. Schön, schön, schön. Ich komme echt nicht heute hinterher, den Chat zu lesen. Liegt auch daran, dass wenig NPCs mit mir reden. Uah, verdammt, das macht's ein wenig. Das macht's ein wenig schwierig. Warum sterben die jetzt auf einmal wieder mit einem Schuss draußen? Muss ich doch dreimal auf die schießen. Da wollten die ja alle irgendwie noch drei persönliche Pfeile oben drauf haben. Und jetzt kippen die hier oben jeden Schuss. Was ist da los? Sind die irgendwie krank? Jetzt auf jeden Fall schon mal. Herzsteine? Doch, ja, es sind Herzsteine. Und eine dicke Truhe. Und muss niesen. Uah. Wunderschön. Das war's schon? Oh, ich hab mich richtig durchgezogen. Ach so, ich hab ja einen. Das bedient mir nicht richtig. Na gut, das glaube ich, können wir auch gerade noch so. Also ab und zu widerstehen es aber dem Absorbieren. Wie besteht meine gesamte Waffenauswahl aus Gegenständen, die Sachen absorbieren? Also Effekte absorbieren. Rieglinghütte. Und Rieglingspeer, Tablett, Witzschweinhauer, Klasse und eine Truhe. Hm. Bisschen enttäuschend. Ich habe was anderem gerechnet. Ach, ach, hier geht's noch tiefer runter. Gut. Ich dachte gerade hier, das wäre die ganze Höhle und dann hätte nämlich in dieser. Gate. Dann hätte nämlich in der Truhe der komische Schädel drin sein müssen oder was auch immer ich hier suche. Ich meine, diesen zu haben. Na, geht's doch nicht weiter. Verdammt. Hm. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich meinte nämlich eigentlich hier unten müsste so ein komischer Schädel drin liegen, den ich unbedingt brauche. Um diesen komischen Typen wieder zu beleben. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob es hier ist. Es sollte eine nahe Rieglinghöhle sein, aber die Beschreibung passt ja prinzipiell erstmal auf diesen Ort hier. Vor allem, wie viel Zeug hier rumliegt. Ist ja schon, sind ja schon gewisse Vermögenswerte. Da kann schon so ein. Ich meine, so eine zweiköpfige Familie kann man dann bis schon ein paar Monate ernähren. Mit den ganzen Diamanten und Ringzeug, das es hier gibt. Natürlich das Problem, wenn man versucht, irgendwelche Leute damit mit seinen Edelzeugs zu ernähren. Dann muss man das ja irgendwie zu ganz schlechten Konditionen verkaufen. Und dann kommt da halt nicht so richtig viel mehr rum. Das ist dann auch schade. Und Björn, was hältst du eigentlich von Facecams und LPs? Wozu sollen die denn gut sein? Ich frage mich immer noch, warum Leute überhaupt der Meinung. Also bei Horrorspielen kann ich das so halbwegs noch nachvollziehen. Aber bei jedem anderen Spiel, warum denn Facecams? Was bringt denn das? Das nimmt doch nur ein Stück vom Spiel weg. Weniger, was der Zuschauer sehen kann. Und, wer will denn die Hackfresse von so einem dicken Typen die ganze Zeit sehen? Ja, ich bin nicht dick. Nicht. Ich widerspreche den allgemeinen GEMA-Dingens, aber ich wette, aber ich sehe beim Zocken auch total scheiße aus. Ich meine, ich kann ja nicht die ganze Zeit in die Kamera grinsen, wahrscheinlich grinse, gucke ich doch die ganze Zeit dümmlich daher. Wer will denn das sehen? Das sieht man so oft in irgendwelchen Livestreams, dass die Leute da eigentlich total dämlich und brain-AFK gucken, weil sie sich halt konzentrieren. Leute, die konzentriert sind, gucken halt irgendwie nicht schön. Das ist... Wenn man irgendwie eine Kamera haben will, dann kann man ja irgendwie, kann man sich RTL angucken. Dann kann man sich die Leute anschauen. Die denken garantiert nicht nach. Die können sich voll darauf konzentrieren, schön auszusehen beim in die Kamera glotzen. Aber wenn ich hier versuche, irgendwie halbwegs sinnvoll auf was. Ich habe ja schon Probleme damit, ordentlich zu reden und gleichzeitig zu spielen. Wie soll ich das noch machen? Nee. Freundlich in die Kamera lächeln und dabei reden und dabei spielen. Oh, Stadionvorkommen entdeckt. Aha. Oh, warte mal. Ich muss jetzt, glaube ich, ich fange mal in der Mitte an. Warte mal, der sagt hier, sieht irgendwie wichtig aus. Ich fange mal hier mit dem, mit denen hier aus, der ein bisschen wichtiger aussieht und hoffen wir, dass da was drin ist. Willst du Torquid noch suchen? Ja, könnte ich versuchen, aber das hat glaube ich, viel mit Rumrennen zu tun.
Ich selbst finde es herbe nervig, weil sie eher den Bezug auf den Spieler als auf das Game richten. Alle finden die furchtbar, aber alle wollen die Facecams haben. Also das kann ja so nicht passen. Das ist ja sehr seltsam, dass alle eine Facecam haben wollen, aber... Ich meine, ich könnte hier eine Webcam anschließen, aber ihr würdet eins meiner Kängurus zu sich besicht bekommen. Oh, guck mal, ein Trauger. Ein Pelzschild. Klasse. Aber das war jetzt nicht das, was ich mir eigentlich erhofft habe, hier rauszuholen. Also hier ist ja echt viel Stahlröhm zugegeben. Stellt sich bloß die große Frage, ob... Warte mal, ich sehe gerade, hier ist noch eine Höhle auf dem Radar. Dieses Diadem sieht echt mies aus. Hey, das dauert. Es gibt irgendwo auf der Welt sind Ferien? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Ferien komplett aus den Augen verloren. Seit ich selber nicht mehr zur Schule gehe, ist mir das noch ziemlich wumpe. Für meine Freizeiten sind halt relativ unabhängig davon, ob Ferien sind oder nicht. Insofern, die Schulferien sind in Deutschland eigentlich für mich nur noch wichtig, wenn ich weiß, wann es sich lohnen würde, mehr Let's Plays bzw. mehr Streams zu machen. Weil man kann das hin und her argumentieren, wie man will, aber der Großteil meiner Zuschauer rekrutiert sich nun mal aus Schülern, die halt sehr, sehr, sehr viel Zeit haben. So viel Zeit hat man noch nie wieder im Leben. Ich denke, wie ich krassen Zeitmangel habe. Das ging mir als Schüler nie so. Da hatte ich immer unendlich viel Zeit und immer Langeweile und nichts zu tun gehabt. Obwohl, zu tun eben, laut meinem Vater hätte es immer was zu tun gehabt, gegeben, aber der Trauer sieht auch nicht anders aus. Aber ich habe mich halt so persönlich für mich, also so private Projekte hat man nicht, weil als Schüler hat man ja auch wenig Geld, da kann man sich auch keine Reisen leisten. Ah, in die Welt fahren wäre auch noch was, okay, ich habe jetzt auch kein Geld, aber das wäre so die Alternative gewesen, auf Reise gehen, aber irgendwie ist man noch zu jung, um irgendwas zu machen, was irgendwie cool ist. Wie soll man alleine irgendwo hinfahren, das ist ja auch doof, kannst ja nicht mal einen Leihwagen holen. Festivals kannst du auch nicht alleine machen. Ja, Schüler sein ist schon... Man hat zwar unendlich viel Zeit, aber man hat nichts, man kann nichts mit der Zeit machen. Das ist echt verdammt doof. Wenn du in der Klausurphase des Abiturs bist, dann merkst du, man fehlen wird. Echt? Also ich habe für meinen Stahlstübenstiefel, ich habe für mein... Warte, für welches Abitur habe ich... Für das Geschichtsabitur habe ich so ein bisschen gelernt. Das ist mit am besten ausgeführt. Für Mathe musstest du eh nicht lernen. Weil das konntest du oder du konntest es nicht. Für Deutsch hast du halt ein bisschen die komischen... Dingens gelernt, die Grammatik hast du ein bisschen gelernt, aber so richtig doll was gebracht hat auch nicht. Und für Englisch musstest du auch nichts lernen. Was habe ich denn als mündliche Prüfung gemacht damals? Ich habe eine mündliche Prüfung in Informatik gemacht. Haha, das war der größte Witz. Weil dadurch, dass ich Geschichte und Deutsch gemacht habe, war es mir nämlich möglich, Info zu machen. Und da stand ich so schon 15 Punkte. Und da habe ich in der mündlichen habe ich dann auch nochmal 15 geholt. Ach, das war schön. Die Auswahl war zwar halt zwischen Informatik, Religion und... Sozialkunde. Und Sozialkunde wusste ich schon von an, dass da die total dämlichen Fragen drankommen werden. Und Religion hatte ich zwar auch immer gute Noten, aber nur weil ich eine geile Lehrerin hatte, die das akzeptiert hat, dass ich eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Religion schlecht gemacht habe. Das hat ihr hingenommen, solange ich das gut argumentiert habe. Ah, das war eine Zeit. Schule, langes her. Ach, das war schön. Deswegen bin ich hier. Weil ihr so viel Zeit habt, ja schön. Ey komm, ich höre jetzt auf, Stahlrimm zu abzubauen. Die gibt's nicht. Die gibt's nur tonnenweise Stahlrimm, was ich sicherlich irgendwo noch wegbringen kann, aber das will ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Ich wollte ja eigentlich. Warte mal, hier war doch irgendwo noch so eine Höhle da in die Richtung. Weil ich will ja eigentlich diesen dummen Kopf suchen, der hier irgendwo ist. Guck mal, hier leuchtet sogar blau. Verzaubertes Eis. Komm ich hier irgendwie hoch, ohne? Na? Komm ich hier irgendwie? Ja, ich komme hoch. Juhu! Schriftliche Leistungskontrolle, ey? Ich bin aus dem Schulsystem auch ehrlich gesagt ein bisschen raus, muss ich sagen. Es verändert sich ja andauernd. Zu meiner Zeit gab es noch gar keine Smartphones. Es nur Handy. Und da hinten? Da hinten ist, glaube ich, die Höhle mit den Spinnen. Was ist denn das da vorne noch für eine Höhle hier auf der Karte? Weißkamm-Hügelgrab? Ja, da war ich ja schon. Ja, da vorne gibt es da vorne einfach noch ein Stahlrimm-Vorkommen. Also ein bisschen was findet man hier noch, wenn man über die Insel läuft. Ich glaube ja auch, man sieht diese Höhlen, die man schon entdeckt hat, aus viel größerer Entfernung auf dem Kompass, als die, wo man noch nicht war. Weil die schwarze Höhle ist jetzt erst relativ spät in Sichtweite gekommen. Komme ich hier am schönsten hoch? Na. Moosringpass gefunden? Hier könnte gut sein. Mal gucken.